So, willkommen zurück. Also, da ich gerade mitgekriegt habe, dass ich ziemlich leise nur zu hören bin, werde ich mal etwas lauter reden und mein Mikro etwas an mich herandrücken. Ich hoffe, es wird nicht zu laut, aber das sollte schon gehen. Also dann wollen wir mal fortsetzen. Los, fortsetzen. Das Siegel brachte also die Entscheidung. Nun war auch der Krieg vorbei. Nach einigen Jahren begann der Frieden. Dieser hält bis heute an, und es bleibt zu hoffen, dass er ewig anhält. Doch ein unscheinbares Schicksal sollte den Frieden wieder brechen. Oh, oh. Ja, was wird das wohl heißen? Klar, wir werden wohl dieses böse Dämonensiegel auf unserer Reise brechen. Wie lange es dauern wird, das werde ich euch nicht verraten. Ihr werdet es sowieso bald sehen. Solltet ihr das Spiel noch nie gespielt haben. Ansonsten wisst ihr eh, wann es ist. Ja, wir beginnen in dem schönen Ort Renonsdorf. Für damalige Verhältnisse war das noch eine sehr gute Grafik. Also, ein sehr gutes Mapping meine ich damit. Heutzutage würde man es wahrscheinlich unter aller Sau bezeichnen. Ja, die RPG-Kritiker sind ganz schön streng geworden. Ja, es ist riesen spannend, was da gerade passiert. Ah, endlich fertig. Ich gebe ihm jetzt meine Ruhestimme. Na gut, endlich ist es vorbei. Ich bin ein freier Mensch. Jetzt kommt... bekomme ich einen Einblick in das, was ich bis, das mir bisher verschollene Leben. Jeha! Nein, aber jetzt fängt das Leben erst richtig an. Talf, nur ein Spaß. Nichts so ungut, Phil. Ich wollte früher auch durch die Welt reisen. Oh, sieh mich an. Sieht so ein Reisender aus. Ich weiß zwar nicht, wie du auf einmal Abenteuer werden willst. Aber ich weiß, wenn du es willst, schaffst du das. Ja, er legt großes Vertrauen in Jung. Jo, du weißt ja, zu was ich fähig bin. Leider ja. Ja, wir wissen wohl schon, dass er ein ganz schöner Loser ist. Momentan noch. Oh je. Hat Phil heute wieder beim Arbeiten geholfen? Und wenn ich dir mal richtig ins Gesicht sehe, dann merke ich, du hast was vergessen. Und du weißt hoffentlich auch, was ich meine. Ja. Unser Held ist nicht gerade der Schlauste. Schön, gut. Wenn Gustav nicht immer verhindert wäre, könnte ich es mit ihm machen. Wir wollten uns vor circa 2 Stunden da sein. Tja, wirklich super, Phil. Typisch Frauen, nur meckern. Ich werde im Gasthaus auf dich warten. Bitte beeile dich. Ach ja, wenn du nicht kommst, kannst du alleine nach Kali zum Fest wandern. Ich komme gleich. Keine Panik. Lass ihn erst mal ausruhen. Er ist sicherlich noch ganz geschafft von der Arbeit. Ja. Mein PC leckt ab und zu, nicht wundern. Ja, 4 Potionen erhalten. Ja, wir haben uns gerade schlafen gelegt. Sinnloserweise. Phil, steh endlich auf. Komm in die Hufen. So, wir bewegen uns. Oh yeah. Mal sehen. Quetzalcoatl erhalten.
Ja, man spielt hier mit GFs. GFs sind schwer zu bekommen. Sie sind mächtige Beschwörungen. Solltest du einen GF haben, kannst du sie, wenn du genug Punkte hast, aufleveln. Ach nee, wenn sie genug Punkte hat, aufleveln. Frag mich nicht. Diese Punkte sind allgemein. Was heißt, du kannst sie beliebig auf die GFs verteilen. Dafür geh ins Menü GF. GF-Punkte bekommen man in langen Kämpfe und durch andere Aufgaben. Zum Beispiel Zeitquests, wo es hier, dies hier reichlich gibt. Gut zu wissen, nicht? Ja. Rena bringt mich um, wenn ich nicht gleich da bin. Gut zu wissen. Also lasst uns zu Rena gehen. Ah, Talf. Was ist los, Phil? Wo ist Rena? Ich denke, sie ist im Inn. Hätte ich dich nicht aufgeweckt, hättest du wahrscheinlich wieder verschlafen. Jetzt wissen wir auch, unser Held ist eine totale Schlafmütze. Du könntest mir gerade noch einen Wasserkrug besorgen. Die Felder sind ziemlich trocken. Wenn du mir sagst, wo ich einen herbekomme. Henry, der Barkeeper müsste dutzendweise in seinem Pub haben. Okay, ich werde mich ranhalten. Also, lasst uns zum Pub gehen. Und, ach, da sehen wir schon. Oh, Sidequests. In einigen Städten kannst du Aufgaben erfüllen und die etwas dazu verdienen. Im Menü Nebenaufgaben kannst du sehen, wie viele Aufgaben du gelöst hast. Bedenke, dass man nicht alle Aufgaben jederzeit machen kann. Du solltest bei Betreten einer neuen Stadt gleich nach Aufgaben schauen. Einige Aufgaben ergeben sich erst später, wenn du alle Aufgaben einer Stadt gelöst hast. Bekommst du die Chance, einem Stadträtsel teilzunehmen. Wenn du nun alle Aufgaben einer Stadt gelöst hast, erreicht man irgendeiner Stelle einen Diamant. Dieser stellt die Frage über die Stadt. Dieser Frage kannst du einmal beantworten. Erkunde dich also ein wenig über die Stadt und gehe dann zum Stadträtsel. Löst du den Stadträtsel, bekommst du einen Stadtpass. Im Menü siehst du einen Diamanten. Schaffst du es in der angegebenen Gebieten, so wird eine Überraschung dich belohnen. Juhu, Überraschungen! Gut, genug der Freude für heute. Hey Phil, was machst du hier? Nicht aufregend, ich muss die magischen Blätter für das Fest besorgen. Ach ja, du sollst den Diamanten mal angucken. Das ist frech, es ist ewig lange her, seit ich die Informationen geholt habe. Ja, lasst uns Informationen vom Diamanten holen. Tutorial, Infos, Heilung hört sich doch geil an. Ich weiß, sie ist nicht verletzt, aber es ist immer cool. Henrys Garten sah auch schon mal schöner aus. Er kümmert sich seit langem nur geringfügig drum. Vielleicht sollte er sich mal Leute schaffen, die Arbeit übernehmen. Ja, vielleicht sollte er das. Warum auch immer. Hey Dicke, komm reden. Phil? Ja? Weißt du, wo Monty ist? So schon ganze Zeit. Wenn ich ihn sehe, schicke ich ihn zu dir. Das ist sehr nett von dir, Phil. Lass uns ins Pub gehen. We get us there. Don't get us with your kick. So frust Strakulismus mich packt. Seit Tagen warte ich auf Rückmeldung meiner Briefe. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen, wie man sich dafür. Von wem erwartest du schon Briefe? Trauriger Smiley. Phil, was suchst du hier? Ich brauche einen Wasserkrug für Talf sein Fell. Aha. Dachte schon, bettest du um Hochalkoholisches. Was auch immer Hochalkoholisches ist. Werd langsam erwachsen und gehe deinen Weg. Talf seine Robert sind nichts mehr für einen heranwachsenden Erwachsenen wie dich. Heranwachsende Erwachsene. Geile Sache. Vielen Dank, Phil. Ich würde gerne mir mal die Kante im Pub geben. Was? Naja, ich würde gerne das ein oder andere Bier trinken. Drink dir mit dem Mist Birne zu, das ist schlecht für dich. Denk dran, Alkohol ist nicht gut für euch.
Nur ab und zu. Aber für dich ist es scheinbar nicht so schlimm, oder wie sehe ich das? Ja, der Vorwurfsjunge, Vorwurfsbengel, was auch immer. Du weißt, dass ich ein schlechtes Beispiel für ordentliches Leben bin. Hier bekommst du noch etwas für deine Reise. 2 Antidot und 35 Gil erhalten. Das sagt er mir. Seht ihr an dem Avatar, das sagt er mir. Ah, das Video ist gleich wieder vorbei, also werde ich mich wohl langsam zum Speichern aufmachen. Ich kann hier nun nirgendwo speichern. Glaube ich. Okay, nein, kann ich nicht. Cool, also, wird wohl noch ein drittes Video auf uns zukommen. Also dann, bis gleich.